Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei The Prüfis. Und ja, wie ihr habt gesehen, beim letzten Mal waren wir ja stehen geblieben, haben das schicke Ding hier gefunden und müssen halt mal gucken, was das ist. Wie ihr hört, meine Stimme ist leicht am Arsch, leicht nasal und ja, eine leichte Erkältung wahrscheinlich vorhanden. Keine Ahnung was, Corona ist es nicht. Ich habe mich testen lassen, ne, das vorab. Ist alles im grünen Bereich, ne? Das sei dazu gesagt. Und ja, zu allem Übel sind meine Nanoleafs hier hinten auch noch abgerucht, ne? Also es läuft heute und von daher, ja, viel Spaß bei der Folge. Oh. Was machen wir denn jetzt mit dem Ding hier? Gute Frage. Ja, ich würde sagen, du musst das Teil einmal auf den Kopf stellen, oder? Wie willst du denn das auf den Kopf stellen? Willst du es hochheben und rumdrehen, oder was? Zum Beispiel? Na, das will ich sehen. Gibt eine Werkstatt. Na, und was denn da gibt? Da nicht so ein Motorkran stehen? Ich meine ja. Ach so, willst du das machen? Ich dachte, du willst das jetzt anpacken und rumdrehen. Ja, kannst du ja gerne versuchen. Ja, nee, ich hab's im Rücken. Also überlasse ich dann dir. Du bist ja der Aufgepumpte. Sag mal, sehe ich heute doppelt oder habt ihr die gleiche Hemdenball vor uns nochmal getroffen? Der Wahnsinn. Unglaublich. Wir können's halt. Ja, das glaube ich auch. Eine sehr vertraute Farbe für uns. Ah, okay. Warum vertraut? Schau mir in die Augen. Ja, warte, so. Ja. Das ist egal. So, geht der Hobel an jetzt oder was? Na, warte, ich probier mal. Wieder? Warte. So, also. Aber da Schoke. So, warte hier den Schok ziehen. So, warte. Nee, nicht ganz. Warte, müssen nochmal. Pump da vorne mal ein bisschen. Ja. Pump. Oh, jetzt ja. Oh ja. Warte mal. Ja. Oh, das Ding bewegt sich aber keinen Zentimeter mehr, ne? Ist ein bisschen eingerostet, wa? Ja, wahrscheinlich. Wo müssen das hier? Sag mal, wisst ihr, was das hier wird auf der Straße hier mit den komischen Kufen da vorne dran? Das wird lustig. Ja, schönen Dank auch. Ich hab das. Wo willst du das nur hinfahren? Ja. Na, das kommt zum Händler. Ach, zum Händler, ja, schönen Dank auch. Könnt ihr mich absichern? Ja. Nicht, dass irgendwas passiert. Ich meine, das kann doch noch schief gehen. Das Ding. Oh Gott. Versuch das Ding mal hier rumzudrehen. Ist doch nicht ein Wort dazu bei. Oh, das schleift, Leute. Wenn ich ein Flugzeugträger. Sag ich dir, wenn der Mensch Schnee liegen würde. Warte mal, geht's hier hinten? Nicht, dass wir wieder reinblümsen. Ja, geht. No, man. So, das sieht an sich. Oh. Das sieht an sich ganz gut aus. Nur relativ. Uiuiuiuiui. Aber seid ihr euch sicher, dass das gut geht? Deswegen fährst du. Na schön, da erwischt es wieder den Alten. Och Mann, das ist doch. Meine Fresse. Es ist ja eine Hubbelpartie hier. Da hab ich danach mit der Rücken. Mensch. Ich war erst bei der Therapie. Da kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen Spuck auf den Frontlader. Vielleicht geht er da noch ein Stück hoch. Ja, warte. Mehr ist nicht. Ja. Mehr will das Ding nicht. Uiuiui. Oh Gott, jetzt kommt auch noch die Straße. Achtung, Jupp, ich bin in voller Fahrt. Oh. Sieh zu, dass du vorne nicht überrutscht. Oh. Oh Gott. Uiuiuiui. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie anstrengend das auf der Naja, es ist anstrengend. Mensch, da kommen wir sogar nicht mehr die richtigen Worte raus hier bei dem Gehüppel. Das ist ja Wahnsinn. Billig. Was denn? Dottern schreibt man zusammen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Achtung, ich komme. Oh. Also eins sag ich euch, Jungs, die Straße mache ich nicht neu, ne? Das geht mich nicht an. Ich wollte eigentlich nur ein ruhiges Leben haben. Jetzt hab ich schon wieder so ein komisches Ding am Hals.
Weißt du, die zwei Knalltüten da, keine Ahnung, warum die da dasselbe tragen und sagen, das ist egal, das ist sowieso eine ganz komische Sache. Oh Mann, hoffentlich sieht uns ja keiner. Nicht in Worte zu weisen. Aber weht das jetzt was da hinten, oder? Ja, du hast gut reden, das Ding, das kommt nicht so aus der Hefe. Das ist, naja, was soll man sagen? Das ist ja halt ein bisschen alt. Mach gleich die Kette wieder dran, dann zieh ich dich hier rüber. Ne, bist du wahnsinnig? Das kann ich nicht machen. Dann machen wir noch alles kaputt, also noch mehr wie jetzt, als jetzt. Eieieiei. Das ist gehobelt, ja, hoffentlich sieht uns keiner. Mann, Mann, Mann. Was sollen wir mit dem Ding machen? Leute, was sollen wir mit dem Ding machen? Ne? Könnt ihr? Wisst Bescheid. Oh. Ja, wo soll das Ding jetzt rein? Hier runter. Frag mich, warum wir das unbedingt zum Händler fahren müssen. Das wird eine unnötige Frage. Oh ja, bitte mach das Tor auf. Da kann ich gleich so reinfliegen. Oh. Achtung! Weißkopfseeadler im Anflug. Gut. Oh, komm mal da. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da! Oh. 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 Meine Fresse. Also, eins sage ich euch. Nee, also das könnt ihr vergessen, dass ich die Karre jemals wieder fahre. So, da drüben war so eine Hub-Elli. Kann den ja mal anheben und nachgucken. Ey, das ist unglaublich. Das. Also, Jupp, guckst du dir das Ding jetzt an oder was? Ja, ich schau mir das Ding an. Du kannst ja eigentlich mal mit dem Eicher wieder losfahren und das Feld weitermachen. Ach hier, die Wiese oder ja, was? Ja, die Wiese, genau. Die Wiese, na ja, gut, okay. Gut, Jungs, wir sehen uns. Ja, alles klar, alles klar. Danke, Hagen. Ja, danke, jo, danke. Jupp? Ja? Ich muss dich jetzt mal was fragen. Nein. Du weißt doch noch gar nicht, was ich will. Trotzdem nein. Jetzt mal auf, Jupp. Ja, hau raus. Na, guck mal. Du hast doch da so auf deinem Arm, hast du doch da auch so ein Bildschnur. Das ist doch nur kein Abziehbild. Na doch, ich seh's doch. Nein. Und guck mal, der Haken hat dasselbe. Ich glaube, es ist besser für dich, wenn du jetzt auf die Wiese fährst. Meinst du das jetzt ernst? Das meine ich todernst. Okay. Na gut, Jupp, dann sehen wir uns später, ne? Mach's gut. Ja, bin dann mal weg. Ja. Ist denn in den gefahren? Was stimmt denn da nicht? Ja. Kann ich aber wenigstens mit der Eicher fahren. Das Ding ist wenigstens viel schneller als die andere kleine Kuchenflöte. Aber was stimmt mit dem nicht? Warum? Warum sind die so? Warum machen die aus irgendeinem Grund in sich so ein Geheimnis? Ich verstehe das nicht. Was ist denn da? Das lässt mir keine Ruhe. Ich muss da noch mal nachgucken. Ich muss mal bei Jupp. Ich weiß, was ich mache. Wenn wir dann mit der Arbeit fertig sind, werde ich mal bei Jupp, werde ich abpassen, dass der noch nicht daheim ist. Muss ich bei dem erstmal alles durchsuchen. Muss ich gucken, es muss doch irgendeinen Hinweis geben, was sie mir verheimlichen. Ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich hab's doch nicht am Kopf. Ne? Die haben dasselbe Bild da auf dem Arm und das ist bestimmt kein Abziehbild. Ja? Und die reden immer über irgendwelche Dinge, über irgendwelche alten Zeiten und wisst der Geier was. Und wenn ich dann nachfrage, dann sagen die, da ist nichts. Dann denken die, ich bin ein bisschen doof. Nee, das funktioniert nicht. Dann müssen wir nachgucken. Müssen wir immer noch schauen, was mit der Lisa ist. Die Lisa ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ja. Ist denn hier? So scheiße, wie spart man denn? Ja, na gut, fahren wir so rum. Und warte mal. Ne, erstmal hier runter. Ah ja, gut. So geht das. Steht ja auch noch Zeug da. Dann müssen wir ja auch noch wegfahren. Oh Mann, so abmähen. Müssen halt wirklich gucken, was da Phase ist. Wenn ich traue dem Braten nicht, wenn ich eins gelernt habe, ist Misstrauen immer noch das beste Vertrauen. Es klingt komisch, aber es ist so. Das heißt, wenn die uns was verschweigen, wenn die denken, die können mich ja ein bisschen veralbern, dann sind sie falsch gewickelt. Denn da müssen wir zeitiger aufstehen,
wenn man den Eduard veräppeln will. Denn der Eduard hat das Veräppeln erfunden. Deswegen machen wir uns nachher zu Feierabend mal schön bei Jupp in die Wohnung. Ins Zimmer vielmehr. Dann gucken wir mal, was der da so versteckt. Irgendwas muss ja sein. Nicht, dass die ja irgendwelche komischen Sachen gemacht haben oder irgendwelchen Dreck am Stecken haben. Wobei, nee, das glaub ich nicht. Der Jupp ist eigentlich so eine. Der macht eigentlich so eine herzensgute Seele. Bei dem anderen komischen Typen, der Haken, na gut, das ist halt so ein Weiberheld, der quatscht halt manchmal ein bisschen viel. Kommt vielleicht manchmal ein bisschen Dünnes raus, aber okay, so ist er halt. Ja? Hat vielleicht die Grenzen im Leben noch nicht entdeckt. Die muss man ihm dann vielleicht mal ein bisschen aufzeigen. Aber in sich sind die zwei eigentlich ganz okay. Dass irgendwas ist, irgendwas muss da sein. Irgendwas muss da sein. Sind sie mir nicht erklären. Ja. Grüne Scheiße, jetzt muss ich mal. Mann, das ist aber. Warte mal, muss ich den Jupp mal um. Ich geh da ran. Jupp, bist du da? Hallo? Ja. Ah, so, schläfst du oder was? Nein. Nicht? Sag mal. Nee. Sag mal, Jupp, ich bin ja nur hier am Schwarmer, ne? Machst du tatsächlich, ja? Na, du hast doch gesagt, ich soll Schwarmer. Ja. Ja, habe ich gesagt. Na genau. So, aber ich sag mal, das Problem ist, also ich muss erstmal Feierabend machen, weil wir müssen dann ja noch ein Stück Schnapp mähen und so. Und ich fahr da jetzt noch mal raus und hol mal den anderen Traktor wieder rein. Ne? Beziehungsweise ich lauf da mal raus, weil, naja, nicht, dass der da so über Nacht da so rumsteht, ne? Ja, das ist richtig, aber warum machst du Feierabend? Naja, weil ich brauche ja den Traktor zum Mähen, weißt du, zum Weitermähen. Ja. Der steht ja noch da draußen. Ja. Verstehst du? Deswegen aber dann machst du keinen Feierabend. Ne, eine kurze Pause denn halt. Ah. Also, na gut, ne, du weißt, was ich meine. Nur, dass du Bescheid weißt. Nicht, dass du dich wunderst, wenn ich da nicht gerade auf der Wiese bin oder so. Weißt du, willst du mich bescheißen? Nein, Bescheid, mit D, nicht mit S. Also. Das klingt manchmal ein bisschen komischer, als wie es ist. Ja, ja. Gut, Jupp. Ich merke das schon. Ja, gut. Ne, dann bis später, ne? Naja. Wiederhören. Ich guck hinterher nach, ja? Ja, kannst du machen, na klar. Mhm. So, gut. Er denkt da jetzt, wir holen die Maschine. Das passt ganz gut. Jetzt müssen wir sehen, dass wir bei uns auf den Hof kommen. Guck mal, es muss doch da sein. Ich trau dem Braten nicht. Wir müssen bloß aufpassen, nicht, dass Jupp auf einmal dasteht. Wenn Jupp auf einmal dasteht, dann ist ein bisschen der Kacke am Dampfen. Da muss ich mir eine gute Ausrede überlegen. Aber gut, das wird schon nicht passieren. Hey, Mensch, überleg doch mal. Der Zufall wäre zu groß, dass der dann auf einmal hinter uns steht. Nee. Jube. Zimmer. Einer da. Yeah. Sehr gut. Die Bremse mal auch mal besser, aber gut, scheiß drauf. So, okay. Das ist keiner. Einmal rein hier. So. Okay. Ich bezweifle, dass der jetzt gleich kommt. So. Ah ja, hier ist er. Okay. Scheiße, ich bin zu breit für den Mist. Ja. Und. Nee, immer noch nicht. Ich frage mich, wie der manchmal hier durchkommt. Gut. Tür gucken. Nee, warte mal. Ist in der Küche. Doch, ja, hier. So, wenn wir mal hier oben reingucken. Mal hier gucken. Nee, hier ist nichts. Hier sind bloß Tassen. Was haben wir hier? So. Hoffentlich kommt er nicht. Problem. So, was sind denn das? Was ist denn das? Das sind ja ganz dünne. Moin! Sag mal, was machst du denn da? Naja, Jupp, ich hab da so ein bisschen, naja, scheint ein bisschen Durst und na, ich dachte mir, ne, Küche und Ringen, hä? Ja, er liegt auf dem Weg, ne? Jupp, sag mal, ist das normal? Warum kriegst du so viele Runzeln jetzt gerade auf der Stirn?
Ach, verdammt, mir fällt da gerade was ein. Ne? Ich muss da. Was fällt dir denn ein? Wie soll ich sagen? Mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne das Däumchen da und wie das hier weitergeht, was mit dem Jupp passiert und vor allen Dingen, was mit dem Eduard passiert, na? Schaltet gern wieder ein. In diesem Sinne, tschüss und ciao.